Mein Name ist Maggie Brandt. Ich bin seit 21 Jahren hier bei der Stadt Gräfen und davon 13 Jahre jetzt hier im Bürgerbüro. Wenn wir einen Bürger so gut verarztet haben, auf gut Deutsch gesagt, und der wirklich mit einem Lächeln hier rausgeht, das macht unheimlich Spaß und das ist auch eine Herausforderung. Hier ist es also nie langweilig. Mein Name ist Hinak Willenbrink. Ich bin bei der Stadt Gräfen im Bereich Stadtentwicklung tätig. Ich habe immer dann besonders viel Freude an der Arbeit, wenn ich das Gefühl habe, dass das tatsächlich sich was zum Positiven verändert und wenn man dann auch das positive Feedback kriegt, sei es von den Kollegen ganz direkt oder halt tatsächlich aus der Bevölkerung. Und da ist natürlich eine Stadt wie Gräfen klein genug, um diese Veränderung auch direkt zu erleben, zu spüren, mitzugestalten. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, hier in Gräfen zu arbeiten. Wir haben ein gutes Verhältnis unter den Kollegen, auch zwischen den Abteilungen. Das ist besonders, finde ich. Gleichzeitig ist die Enge zwischen Politik, Bevölkerung oder die Nähe, könnte man besser sagen, zwischen Politik und Bevölkerung und Stadtverwaltung auch besonders für eine Mittelstadt wie Gräfen. Mein Name ist André Kindrup. Ich bin stellvertretender Betriebsleiter der technischen Betriebe Gräfen. Mein Name ist Anja Hase. Ich bin Architektin im Gebäudemanagement der Stadt Gräfen. Von der ersten Idee über die ganze Entwurfsphase, Bauphase, eigentlich bis zu dem Punkt, in dem der Nutzer einzieht. Das begleiten wir komplett. Das Besondere ist halt, dass wir sehr vielfältig arbeiten. Ich denke, desto größer eine Kommune wird, umso schwieriger und anonymer ist das. Bei uns kennt man sich noch. Das ist halt das Schöne. Ich bin Klaus Hofstadt und arbeite als Führungskraft im Zentralen Steuerungsdienst der Stadt Gräfen. Ich habe die glückliche Situation, dass meine Arbeitgeberin mir erlaubt, dass ich außerhalb des Rathauses arbeiten kann, dass ich mobil arbeiten kann und das auch sehr flexibel. Die Stadt Gräfen legt großen Wert darauf, dass das für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Und rein technisch ist es auch sehr einfach zu lösen. Ich bringe meinen Laptop mit und muss irgendeinen Internetzugang haben. Von der Stadt kriege ich einen niedlichen kleinen USB-Stick. Ich kann mir tatsächlich den Ort des Geschehens selber aussuchen. Ich kann also, wenn ich möchte, bei schönem Wetter hier auch in den Niederort gehen und von hier arbeiten. Ich bin Christina Tenger und ich arbeite beim Jugendamt der Stadt Gräfen und bin im Bereich der mobilen, aufsuchenden Jugendarbeit tätig. Mein Job ist, die Jugendlichen so zu nehmen, wie sie wirklich sind, mit allen Ecken, Kanten und Interessen, die sie so haben. Und genau das, was in ihrem Leben los ist, das ist auch maßgeblich dafür, was meine Arbeit ist. Ich habe das Gefühl, dass meine Ideen und meine Wünsche und Bemerkungen irgendwie schneller ankommen und schneller gehört werden bei der Stadt Gräfen. Und so macht es mir sehr viel Spaß und ist auch eindeutig leichter, meinen Job auszuüben. Mein Name ist Erik Jungert und ich bin bei der Stadt Gräfen im Bereich Geodatenmanagement tätig. Also ich komme ja von einer größeren Behörde und war sehr positiv überrascht. Die Stadt Gräfen ist super aufgestellt, in der Technik besonders, hat sogar mehr Programme gegenüber einer größeren Behörde und es macht echt Spaß, hier zu arbeiten. Ich glaube, dass es hier einfach eine Spur persönlicher nochmal ist. Das heißt, wir haben hier die Zeit, uns mit den Brautpaaren zu beschäftigen, vielleicht auch nochmal auf Nachfragen einzugehen. Eigentlich macht mir alles Spaß, sowohl, dass im Vorfeld sich irgendwie die Menschen ausdenken, wie sind die drauf, was ist deren Liebesgeschichte. Ja, einfach Teil dieses ganz besonderen Tages zu sein, ist einfach eine absolute Ehre für mich. Mein Name ist Miriam Wessendorf und ich bin Traustandesbeamtin bei der Stadt Gräfen. Ich bin Susanne Düpper und in Zusammenarbeit mit der Stadt Gräfen sorge ich dafür, dass die Mitarbeiter der Stadt Gräfen gesund bleiben. Die Stadt Gräfen ist tatsächlich, soweit ich das weiß, hier eine von den wenigen Firmen, die das Gesundheitsmanagement in so großem Umfang auch anbietet. Das ist für die Seele gut und es ist für den Körper gut. Und das genieße ich ungemein, dass ich das machen darf. Das ist schon auch wirklich richtig schön, so mit diesen Menschen zu arbeiten.